211 waren wir, genau. Da haben wir, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, eine Schlüssel für die dritte Etage gefunden. Falls er wieder dort spawnt, falls wir ihn verlieren sollten. So. Das hatte ich ja schon durchsucht. Das war nicht. Ich bin nicht bad. Nein, nein, nein. Kommt gleich wahrscheinlich die erste Jumpscare. Hi Jimmy. Wo müssen wir eigentlich hin? Schauen wir doch mal nach. Ich weiß es nicht mehr. Dr. Bose. Erdgeschoss. Okay. Und das ist der dritte Geist. Der kommt dann als nächstes. Aber wir versuchen die Storys nicht zu kreuzen, sondern wir machen eine fertig und wollen die nächste machen. Der ist im dritten Stock. Wir könnten aber in den dritten Stock hochgehen, um das Treppenhaus aufzusparen. Also wir sind wohl hier in der Sackgasse. 211 ist wohl die Sackgasse. Ich habe mir wieder ein Tässchen Kaffee gemacht, dass ich auch hier wach bleibe. Okay, der ist ein bisschen weiter weg, bevor ich Kaffee trinke. Ich gehe ein paar Zimmer weiter vor. Gehen jetzt mal hier rein. Mir geht es nur darum, näher an den Aufzug ranzukommen erstmal. Und jetzt mal die Lage zu checken, wo ist er denn? Okay, er ist im anderen Flügel vielleicht. Okay, nächster Step, wir gehen gleich weiter. Hier ist die Sackgasse. Genau, 206. Wir kommen gut voran. Jetzt müssen wir nur wissen, wo jetzt ist. Da ist er. Hi, Jimmy. Ob ich jetzt trinken kann, ohne zu erschrecken? Ohne Jumpscare? Nein, ich trau mich nicht. Ist jetzt Premium, wenn er ganz weit weg geht. Jimmy, sag was. Ich höre ihn wieder, komm zurück, Scheiße. Er kommt. Ah, Mist. Oder? Jetzt kommt er aber safe. Ja, das ist mir nicht so eine Abzweigung. Vielleicht war er kurz da drin, ist wieder. Ja, der ist zu nah, oder? Soll ich raus? Soll ich es riskieren? Ah, nee, er kommt. Ja, ich hätte vielleicht riskieren sollen. Aber jetzt kommt er, jetzt sind die Steps recht nah.
reicht nur die scheiß Musik und ich bin, ne, schon am Erschrecken. Oh. Juhu! Also der Aufzug ist jetzt nicht mehr weit weg. Er kommt wieder. Er ist ein bisschen ballerballer. Kann ich trinken? Komm, ich riskier's. Komm, ich riskier's. Er ist ein bisschen weiter weg. Wir versuchen mal, einen Raum weiterzukommen. War das nah? Dritter Stock. Puh, Glück gehabt. Aber man hört ihn gerade nochmal. Also der ist ganz nah gewesen. So, was ich jetzt mache, ist, ich mache jetzt einfach das Treppenhaus aufsperren. Man muss irgendwie kurz hier drauf drücken. Also, ne, die Tür versuchen zu öffnen. Sonst sperrt sie nicht auf. Okay, wir können eigentlich jetzt durch Treppenhaus gehen, wenn wir schon gerade hier sind. Erdgeschoss ist eh aufgesperrt. Zweiter Stock ist zu. Ich höre Steps. Was ist, wenn Jimmy jetzt... Hi, Jimmy. Ja, nice. Erster Stock und runter ins Erdgeschoss. So, fehlt nur noch der zweite Stock, dann hätten wir alle Türen aufgesperrt vom Treppenhaus. Wo müssen wir hin? Ah, hier flackert das Licht. Okay, wir stehen richtig. I would never use force like that on a patient, Mrs. Hall. It goes against everything I believe in. You have to understand, he's making it all up. Okay. Is it Dr. Bose? Jetzt kann ich in Ruhe trinken. Yes, I'm Dr. Bose. Dr. Bose. I saw you trying to explain what happened with Jimmy. You seem desperate. I was worried that Rose would believe Jimmy. It was a bare-faced lie. But I managed to convince Rose Jimmy was making it up. Zweiter Stock. NHS. Kompass dreht noch ein bisschen verrückt. Jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt mal kurz in die Küche, schauen in den Spiegel rein. Ob wir wirklich das Stockwerk wechseln müssen oder ob wir das haben. Ich möchte schon wieder auf die 2. Da ist Jimmy. Doch, wir müssen noch in den zweiten. Ach. Na okay. Dann werden wir es auch tun. Dritten Stock gehen wir später.
Die Frage ist, wo müssen wir hin? Im zweiten Stock. Boah, ey. Okay. Ich habe das Gefühl, heute werden wir von Jimmy auf jeden Fall erwischt werden. Definitiv. Es wird das Stück für Stück, denke ich mal, auch ein bisschen schwieriger. Hier ist mein Zimmer rein. Standardzimmer 206. Jimmy ist auf jeden Fall da. Der hat das Stockwerk nie verlassen. Solange wir, glaube ich, das Stockwerk nicht aktiv verlassen, wo er hin kann, glaube ich, wechselt er auch selber das Stockwerk nicht. Also Erdgeschoss, wenn wir sind, dann wird er nicht runterkommen. Das ist quasi Safe Zone für uns. Mit den Puppen. Das sind wir, glaube ich, gar nicht so falsch. Wir müssen raus und rechts rum. Wir sind raus und rechts rum, meine ich. Ich habe es vorhin gesehen, wo wir in 211 waren. Da haben wir die Möglichkeit, dorthin abzubiegen. Aber das ist auf jeden Fall Sackgasse da hinten. Okay. Dann sind wir gar nicht mal ganz so verkehrt. Aber jetzt müssen wir erstmal wissen, wo Jimmy überhaupt ist. Ist er rechts, da wo wir hin müssen? Oder ist er links im anderen Flügel gerade eben gewesen? Aber wir haben ihn gehört, er war ein bisschen weiter weg. Aber ich weiß nicht, wo er... Ich weiß noch nicht, wo er ist. Er wartet hinten. Jetzt habe ich wieder das Ladesymbol. Lass mich verarschen spielen. Stört mich ein bisschen. Kann man das nicht irgendwie wegmachen? Er ist noch in der Nähe. Ist dann das Problem, komischerweise nicht. Achso, ich sehe das gar nicht. Das sehe nur ich. Ja, ist doof. Ich sehe es nicht gerade im Stream. Da sieht man es nicht. So, wir warten noch einen kurzen Moment. Dieses Juhu kann täuschen. Das sagt er nämlich relativ leise. Wenn er nämlich so redet, dann hört man, der ist gar nicht mehr so weit weg. Komm, das war, glaube ich, jetzt weit weg. Wir riskieren's. Da hinten. Halt. Ich muss anscheinend hier rein. Du hast einige Cricket- und Baseballschläger gefunden. Ich glaube, wir mussten nur deswegen hierher, oder? Kann das sein? Ach, jetzt seht ihr auch das Ladesymbol. Okay. Muss ich jetzt nur deswegen hierher? Sag bitte nicht, ich muss wieder ein Erdgeschoss runter. Nee, ich muss hier hin. 216. Hier ist irgendein Event. Also, Baseballschläger waren es jetzt auf jeden Fall nicht. Und die Cricketschläger. Also, ich muss dann schon raus zu den Puppen. Anscheinend. Ja!
can't get away from me that easily, Jimmy. I think we should start again, don't you? Why don't you do what I ask you to do this time? That would be a good start, wouldn't it? Mein Gott, ey. Is it Dr. Bose? I saw you sitting on a bed talking to Jimmy. What were you doing? I thought when he realized he'd been caught lying, he'd start to engage with me and do what I asked. Instead, he just made up another lie. Only this one was much worse. The worst. Das war die schlimmstmögliche Lüge. What were all the crickets and baseball bats for? Also, ich muss das bitte noch fragen. Harvey kept them. I don't know why. Hat das vielleicht damit zu tun? You said Jimmy made up another lie about you. A much worse lie. Does that have something to do with what you said about the crickets and baseball bats? Okay, das hat nichts damit zu tun. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Frage. What are those rusty old keys for? Danach gestellt. Das war noch von gestern. Er weiß es nicht. Stimme schwach vernommen. Gefundene Objekte. Vielleicht fehlt uns ein Beweis noch. Könnte es sein. Lass uns doch mal reinschauen in den Spiegel. ...222. Da finden wir wahrscheinlich den nächsten Hinweis, den wir brauchen. Okay. Also, lass uns mal lokalisieren, wo Jimmy ist. Das sind jetzt 216. Auf jeden Fall auf denselben Gang. Also, selber Flügel, nicht selber Gang. Der Wind pfeift ja ganz schön, ey. Boah, das Ladesymbol stört mich, ne? Krieg ich das nicht weg? Nee. Er kommt. Ich höre Steps. Die Steps klangen jetzt näher als das, was er gerade gerufen hat. Okay? Problem ist, wir sind ja halt jetzt mitten in der Sackgasse. Rechts ist irgendwie, keine Ahnung was? Ein Durchgang? Ein Lager? Ich weiß es nicht. Was hier rechts ist. Das war eine unbeschriftete Tür auf jeden Fall. Das ist auch nicht ein Zeichen, dass es ein Lager sein müsste. Er ist zu close. Er ist zu close. Hi, Jimmy. Ich glaube, er ist weg. Naughty girl. Okay, er ist ein bisschen weiter weg jetzt. Lass uns mal ein paar Zimmer weiter nach vorne gehen.